Herzlich willkommen, liebe Barbara, hier im Artlab Gleis 1 zu deiner Ausstellung Echo on Survival. Wir freuen uns sehr, dass wir dich gewinnen konnten für diese Ausstellung hier. Du bist ja im letzten Jahr nach Budapest gefahren und hast das Danube Platform Artist in Residence Programm genutzt. Und es war uns schon vorher klar, dass wir dich sehr gerne hier einladen wollen und natürlich danach ganz besonders. Es ist uns eine Freude. Für dich war es natürlich eine Herausforderung, denn wir befinden uns hier im Hauptbahnhof, unter dem Hauptbahnhof in Regensburg, in dem früheren Fußgängertunnel, der über Jahre nicht mehr benutzt wurde, aber seit 2019 unser Refugium für Künstler, die besonders was drauf haben, ist. Und zwar, die einen Tunnel bespielen können. Ich lade dich herzlich dazu ein, uns was zu erzählen, damit wir uns deiner Kunst noch viel näher fühlen können. Der Ausstellungstitel Echo on Survival versteht sich als Widerhall an Prozessen und Kreisläufen in der Natur, wie wachsen, verwelken, verändern, zersetzen, Transformation und auch dieses Überdauern. Also ich spreche in meinen Arbeiten Zustände an, die oft im Verborgenen liegen oder sehr unscheinbar sind oder als selbstverständlich betrachtet werden. Und wir sind hier direkt gleich am Anfang vom Tunnel. Es sind wunderschöne Vitrinen, die sind noch original, ja. Wunderschönes Messing. Und in diesen Vitrinen habe ich Fotografien installiert und die zeigen Pflanzen in einer Nacht, also als Nachtaufnahme. Und das ist eigentlich ein Zustand, den ein Mensch, wir sind selten in der Nacht so aufmerksam auf die Natur. Serie den Titel AM/PM gegeben, das wir also kennen aus der Zeitberechnung der universellen, ja, Antemeridian und Post. Die Engländer oder alle anderssprachigen Länder benutzen das als das Gleiche. Und wie kam es zu dieser Benennung, den Zeitpunkt? Genau, also erstens habe ich mich sozusagen ja in der Nacht aufgehalten, also nach dem Mittag, also PM, und dann in den frühen Morgenstunden AM. Und es ist auch genau so, also diesen 12-Stunden-System findet man oft auch in Fahrplänen wieder. Mhm. Okay. Aber auch, die sagen so 24-Stunden-Systemen, the slow watch. Mhm. Genau, und das habe ich, also da fließt da ganz viel mit rein. Und ich finde es halt auch spannend, diese Zeit einfach mal umzudrehen. Und hier stehen wir in, liebe Barbara, sprich du, wo wir hier stehen. Ja, wir stehen in der inszenierten Wald. Also hier findet man Totholz, also Fichten, und zwar aus Latex, und es ist eine Abformung. Man sieht das auch ganz schön, die nehmen ihre Form wieder an, es ist ein ganz dünnes Material. Naturkautschuk, Naturlatex, das kommt von Pflanzen, und das ist dann der Milchsaft, den ich dann verwende. Und das ist aus der Familie der Wolfsmilchgewächse. Und ich habe auf meinen spannenden Waldexpeditionen auch im Wald tatsächlich Totholz gefunden von Fichten mit Spuren von Borkenkäfern. Und allein diese Spuren der Plage, sind trotzdem auch faszinierend. Sie sehen aus wie kleine Kunstwerke oder wie eine Sprache. Ja, wie Hieroglyphen. Ja. Und es sind wirklich schöne Abbilder. Ich denke, es sind wirklich auch kleine Kunstwerke, die man so sehen kann. Es ist auch ein bisschen absurd, weil
Totholz, das ist ja wertlos, das ist auch noch Käferholz. Und ich finde, da setzt es bei mir oft an, dass das Interesse von mir geweckt wird. Und ich bin dann eben rangegangen, diese Abformung zu machen, also einen Lappen wieder, also dem toten Holz wieder Haut zu geben, mit diesem Milchsaft von Pflanzen, die dann aber wieder zu häuten, also deswegen, Arbeitstitel war Skinning Trees, weil ich das eben gemacht habe, also eine Präparation von Bäumen, von Pflanzen. Und die habe ich dann wieder inszeniert und habe ihnen das Volumen gegeben und wieder als Wald inszeniert und arrangiert, weil Käferholz muss ja vom Wald entfernt werden. Es sind zwar nur Stücke von Bäumen oder Stücken von Gewächsen, Stämmen übrig, aber das Auge kann das ja auch wieder zusammensetzen. Also das Artlab befindet sich unter der Erde, das fand ich von Anfang an faszinierend und es hat mich glücklich gestimmt und inspiriert. Und ich wollte eben diese unter der Erde unbedingt als Erde, als unter der Erde läuft man über Erde. Und das nochmal zu verdeutlichen, habe ich einen Kreis gezogen, eine Grundform gefüllt mit einem Grundbaustein. Wir stehen jetzt hier vor einem Konzeptkunstwerk ersten Ranges, nämlich den Pieces of Babylon. Erzähl uns, was dich bewegt hat, diese Pieces hierher zu bringen. Wenn ich Konzeptkünstler höre, dann denke ich immer so, ich bin so intuitiv, auch hier, aber dass ich das immer nicht schaffe, dieses Konzept einzuhalten. Aber hier habe ich mir eben so eigentlich während der Recherche zu den Arbeiten, was will ich wie zeigen und wie kann ich meine Ideen oder diese Prozesse, die in der Natur vorkommen, darstellen. Und das war ganz wichtig. Also da bin ich auf die Samenbank gestoßen, die größte, die es in Norwegen gibt, oder die größte der Welt, die es in Norwegen gibt. Und habe gedacht, ja, ich sammle seit Jahren Naturfarben. Und dachte mir, ja, auch die Elemente, dann Wasser, Erde, wir sind ja eben unter der Erde. Und ich möchte was zeigen, was Pflanzen in einem anderen Aggregatzustand. Also ich bin genau, also es muss nicht nur um die Form gehen, sondern es darf einfach auch manchmal dieser Code, der in Pflanzen enthalten ist, den wollte ich zeigen, also was ganz Elementares. Mhm. Und habe dann sozusagen Pflanzen gesammelt und ausgekocht und die Farbe dann wieder mit Wasser, in Wasser, eben diese Kisten. Und das war dann eben dieses Pieces of Babylon, also man könnte Turm bauen und das sind verschiedene, also Vielfalt. Einerseits ist es eine Landschaft, es stehen auch die Namen dabei, also im Kopf kann man dann ganze Wiesen, Blühwiesen, wieder inszenieren, Bäume sind dabei, es ist ganz, ganz viel. Es sind Pflanzen, die nicht nur heimisch sind, sondern vom Globus, also von rund um die Erde gesammelt, die nicht nebeneinander existieren, die zu anderen Zeitpunkten blühen. Also es ist eigentlich eine Utopia, also etwas, das nicht funktioniert, zur selben Zeit am selben Ort zu sein.